Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf Emmy. Die hat nämlich ein Twitter-Video hochgeladen, was 8 Minuten geht und hat sich als Betroffene gegen Shuyoka ausgesprochen. Und das habt ihr vielleicht schon bei Tobias Hoch gesehen. Dadurch bin ich da drauf gekommen. Und ja, wir schauen mal, was das hier wird und bin gespannt. Der betroffenen Frau fehlen die Kompetenzen und die Wahrnehmung. Oh, ein bisschen leise. Depressionen zu lesen, die nur ein Witz ist. Also holy fucking shit. Denk das doch mal weiter. Was ist das denn für eine Argumentation? Sind wir jetzt wieder an einem Punkt angekommen, an dem Frauen anderen Frauen sagen, sie sind nicht wirklich betroffen, weil sie haben nicht die Wahrnehmung, um selber einschätzen zu können, ob sie von Gewalt betroffen sind? Also tatsächlich ist es jetzt soweit. Ja, ich mach mal lauter. Tja, bin ich mal gespannt, ne, was da jetzt gedroppt wird. Dass eine Frau einer anderen Frau sagt. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Man muss, dass sie kein Opfer ist. Ich wollte mich damit einfach gar nicht mehr beschäftigen, aber du machst es einem unmöglich, vor allem als Frau unmöglich, das zu ignorieren. Was ich ignorieren werde, ist alles, was du so in der Vergangenheit zu mir gesagt hast, zu meiner Person. Interessiert mich nicht, was ihr rausgefunden habt oder also was ihr mich da gefilmt hat, was ich erstmal googeln musste. Die Aufnahme läuft. Es ist mir scheißegal. Ja, das Lustige ist, nach dem Video hat übrigens Dave auch wieder gegen sie geschossen und hat irgendwelche Posts rausgesucht und gesagt, ja, das wird jetzt wieder positiv dargestellt. Diese Person, die hier Sachen postet, mit denen ich nicht einhergehe. Weil entgegen deiner Annahme, ich brauche keine Reichweite, mein Instagram-Profil ist halt keine Ahnung, wie viele Jahren privat. Ich bin keine Content-Creatorin, ich bin keine Influencerin. Ich gehöre keinem Club an und tue einfach das, was ich für richtig halte und bin ausschließlich auf meiner eigenen Seite. Ich werde das ja auch nur einmal machen, einfach weil ich es wichtig und richtig finde, sich zu positionieren. Vor allem als normal denkende Frau. Ups. Ich halte dich nicht für eine normal denkende Frau, einfach weil ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man so dringend möchte, dass die Gesellschaft oder irgendwer akzeptiert, dass du ein Opfer von irgendwas bist. Weil Shuyoka, du bist kein Opfer. Also schon, aber nicht so. Junge. Ich hatte zuletzt zu der Skuros-Geschichte. Ja, safe. Also vor allem, also ihr ganzer Stream besteht ja immer daraus, sich einfach in die Opferrolle zu stellen, ne, durchgehend die ganze Zeit. Das ist, also die macht gefühlt nichts anderes in ihrem Stream, außer zu sagen, ich. Ich hatte einen Tweet verfasst, weil ich es sehr wichtig finde, auf diese gesellschaftlichen Problematiken aufmerksam zu machen, weil du einfach dieses bisschen Fortschritt, was wir hatten, kaputt machst mit so falschen Anschuldigungen. Wir waren mal so weit, dass tatsächliche Opfer den Mut hatten, auf Täter zu zeigen. Und dann kommst du und behauptest, sexuell belästigt worden zu sein. Und ja, du hast behauptet, belästigt worden zu sein. Es spielt keine Rolle, ob du benutzt hast oder nicht benutzt hast. Und Gott sei Dank, weil entgegen auch deiner Annahme, hat ihm das nicht geschadet, sondern ihn entlastet, weil jeder sehen konnte, was da passiert ist. Ja. Du hast meiner Meinung nach absolut überhaupt gar keine Ahnung, wie sich Belästigung anfühlt. Vor allem, wie Belästigung anfühlt. Du hast keine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, bedrängt zu werden, körperliche Nähe von jemandem zu erfahren und aufgedrängt zu bekommen, die man überhaupt nicht möchte. Und man verzweifelt ist und nicht weiß, was man tun soll und nicht mehr klar denken kann, das ist Belästigung. Und du bist davon kein Opfer, Shuyoka. Ja. Auch bist du kein Opfer. Ja, safe. Ich sehe das halt genauso. Und das ist halt das, was Shuyoka ja immer noch nicht versteht. Das, was sie im Statement auf Twitter gegen Skuros nach dem Video geschrieben hat, beschreibt das nun mal einfach. Also Belästigung. Und das will sie halt bis heute einfach nicht wahrhaben. Und ein Gericht hat ja genau diesen Part auch verboten, ne? Oder gesagt, das darf sie halt nicht mehr wiederholen. Das lässt sie natürlich irgendwie sehr gerne aus, sondern sagt, haha, ich darf sagen, dass ich belästigt wurde. Ja, und sie hat halt komplett recht, ne? Das habe ich, glaube ich, damals auch schon in dem Video gesagt gehabt.
Das zieht einfach Opfer von wirklicher Belästigung, von wirklicher sexueller Belästigung, einfach halt komplett in den Dreck. Es ist nun mal einfach so, weil du hast jetzt wieder eine Frau, auf die du zeigen kannst, wo man sieht, haha, guck, die hat gelogen, ja, dann hat die andere bestimmt auch gelogen. Du schadest damit einfach der kompletten Bewegung und ja, das einfach nur, um dich selber wieder in die Opferrolle zu stellen, um selber wieder sagen zu können, ja, ich bin hier das Opfer, so und ja. Opfer und schon mal gar nicht eine Überlebende von Kindern. Das ist einfach so lächerlich. Weißt du, wem das passiert ist? Mir. Mit ganzen 2 Jahren von meinem eigenen Erzeuger. Ja, krass. Und sich dahinzustellen und sowas zu behaupten, nur weil man als Jugendliche Nudes von sich verschickt hat. Es war nicht mal, also sie war nicht mal nackt, ne? Das muss man auch noch sagen. Sie war halt freizügig angezogen. Also nicht nur, dass sie mit dem Wort dann komplett übertreibt, sondern auch mit der ganzen Darstellung. Das ändert sich aber auch immer mal wieder, ne? Jetzt plötzlich in ihrem letzten Stream, war es im letzten Stream, hat sie gesagt, ja, mich hat die halbe Influencer-Szene nackt gesehen. Irgendwann waren es mal nur ein paar anzügliche Fotos. Dann war es doch wieder Kinder, Punkt, Punkt, Punkt. Also ja, das switcht immer so hin und her, wie man es halt gerade braucht, ne? Just, Dankeschön. Ich will gar nicht wütend werden, aber jeder, der dich ein bisschen verfolgt und die Thematik weiß, einfach was du für ein Stück bist. Weißt du, was du hättest tun können? Du hättest einfach sagen können, yo, ich habe Nudes verschickt, ist halt schief gegangen und hättest drüber lachen können. Nein, was machst du? Du machst es groß. Ziehst irgendwelche Menschen wie Tobias Huch und so weiter, ich weiß nicht, wen du da noch alles mit reingezogen hast, einfach in den Dreck für deine Dämlichkeit. Genauso dämlich. Ja, also drüber lachen weiß ich nicht. Da, das wäre so der einzige Punkt, wo ich Shoyoka sogar zustimmen würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass einen das schon sehr belasten kann, wenn dann solche Fotos halt rumgehen, selbst wenn es halt nur freizügig ist. Weil das war ja anscheinend auch irgendein Influencer, der die weitergeschickt hat und so, dann soll sie, Belege haben wir nicht und ich weiß, es ist Shoyoka, ne, soll sie zumindest damit erpresst worden sein von anderen, sollte das wirklich so sein, ne, dann ist das schon sehr, sehr hart und da tut mir Shoyoka auch leid, dass sie das halt erfahren musste, ne, aber auch da sollte man halt trotzdem bei den Fakten bleiben und halt nicht übertreiben, ne, da würde ich ihr auf jeden Fall zustimmen, dass, was sie daraus macht mit Kinder P. Punkt, Punkt, Punkt und so. Es ist einfach halt komplett übertrieben. Und ja, ich kann das jetzt, ich habe ja auch mal darüber diskutiert, ist das so, ist das nicht so, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass der Begriff dafür einfach zu übertrieben gewählt ist. Nämlich ne? Ist es, auf Eltern zu gehen, auf Alleinerziehende zu gehen, auf einen Kuchen-TV oder ja, Bastian, Mann. Auf Kinder zu gehen. Weißt du, es gibt eine goldene Regel bei uns Eltern. Egal wie scheiße man sich findet, man geht nicht auf die Kinder. Ja. Aber von dir kann man doch einfach gar nichts erwarten, weil du so weit weg davon bist, zu verstehen, was ein Kind für Verantwortung mit sich bringt, weil du ja nicht mal für dich selber Verantwortung übernehmen kannst. True. Und an dem Punkt hattest du mich übrigens so weit, mich zu dir äußern zu wollen, weil ich bin 35 Jahre und alleinerziehend und mir durchaus dieser Belastung und Herausforderung und Verantwortung bewusst und lebe das. Und bei Gott ist es nichts Schlimmes, wenn die Kinder mal bei der Oma sind. No. Noch dämlicher ist es, sich als Feministin zu sehen und gegen alle Männer zu hetzen. Feminismus bedeutet nicht, Männer zu hassen. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast. Ich persönlich sehe mich als Feministin, weil Feminismus mir die Freiheit gibt, zu leben, wie ich möchte. Und ich bin sehr selbstständig. Ja, also da hat sie auf jeden Fall recht, ne? dass mich Shoyoka damit gefrontet hat, dass Norma bei der Oma gewesen ist. Also da komme ich halt echt, also das, ich verstehe das halt immer noch nicht, dass sie das wirklich gedroppt hat und sich so dachte, ja, jetzt habe ich einen Punkt, Kuchen-TV. So, weil, also Noah ist halt auch gerne... Seid auch gerne da, der hat ja so viel Spaß, die macht viel mit ihm und wenn die mich da unterstützen kann, weil ich halt arbeiten muss und man muss auch als Influencer am Wochenende arbeiten, Shoyoka, du auch, bin gespannt, wenn du irgendwann mal Kinder haben solltest, wie du das dann machst, das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam, glaube ich und
Ja, deswegen verstehe ich halt den Fronter auch einfach nicht. Na, man könnte mich damit fronten, wenn das jetzt wirklich jeden Tag so wäre und bis abends und der sieht mich überhaupt nicht, dann würde ich auch sagen, okay, safe. Na, aber Bruder, der war ein Samstag für 4 Stunden bei der Oma. Wow. Ja, es ist halt. Also, Junge, 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 ey. Ich lebe alleine und mache auch alles alleine, aber ich finde es trotzdem zum Beispiel schön, wenn man mir die Tür aufhält. Schande. Für mich bedeutet Feminismus zu verstehen, dass Männer und Frauen wie Yin und Yang sind. Das eine braucht das andere und das eine bedingt das andere. Jetzt werden ganz viele aufschreien, weil viele, glaube ich, irgendwie vergessen haben, dass wir alle aus so einem heterosexuellen Ding entstanden sind. Egal, wie du mich jetzt framen wirst, mir ist scheißegal, wie die Leute leben, was sie mit sich und ihrem Körper machen, was sie für einen Lebensstil gewählt haben, ob sie Fleisch essen oder nicht essen. Das ist halt eigene Dummheit. Aber ich bin der Meinung, dass man eben seine Meinung und seine Sicht der Dinge anderen nicht aufzwingen sollte. Ja. Das ist eigentlich das, wofür Demokratie stehen sollte. Ja, da muss man aber fairerweise dazu sagen, ne, so ein Kuchen-TV und Alpha-Kevin sind auch demokratiegefährdend, ne, wie Shuyoka gesagt hat. Das darf man auch nicht vergessen. Also Shuyoka geht schon gegen die richtigen Leute vor. Aber auf diese Punkte gehe ich jetzt gar nicht erst ein. Ich weiß ja, Demokratie ist nicht so deins. Zeit, I'm frozen, danke. Du liebst es ja, Leute zu zensieren und wegzustriken und blendest jede Meinung aus, die in irgendeiner Form auch nur ein Hauch kritisch dir gegenüber ist. Ich glaube, du positionierst dich politisch ein bisschen falsch, aber jedem das Seine. In diesem Zusammenhang ist es natürlich äußerst tragisch, dass ihr mich alle blockiert habt. Du und deine ganze Bubble. Ohne mit mir auch nur ein Wort gesprochen zu haben. Sehr, sehr traurig, weil ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir in eine Live-Diskussion zu gehen. Ich wünschte, ihr hättet ein bisschen mehr Zeit auf meiner... Boah, eine Live-Diskussion mit Shuyoka stelle ich mir sehr, sehr anstrengend, aber auch lustig vor. Webseite verbracht, statt nur mein Impressum zu stalken und mir unterschwellig zu drohen, weil dann hättest du gesehen, dass ich mich sehr mit mentaler Gesundheit beschäftige und du bist das Beste. Haben die ihr echt gedroht oder was? Oder Leute aus der Dave oder Ascaron oder so? Oder was meinen sie jetzt damit? Beispiel dafür, dass mentale Gesundheit sehr wichtig ist. Ja, Banger Statement, muss man einfach sagen. Sehr, auch sehr, sehr cooles Statement, was sie da rausgehauen hat. Ich würde dir da einfach komplett zustimmen. Es ist auch schön, dass mal Leute, die per se eine ähnliche Meinung haben wie Shuyoka, also jetzt ne, feministisch sind und so weiter, ne, dass die jetzt auch mal wirklich die Hand heben und sagen so, ey, ne, du schadest der gesamten Bewegung, du ziehst andere Betroffene komplett in den Dreck. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass es solche Statements auch jetzt wirklich mal gibt, weil vorher war das halt immer so, ja, diese rechte Kuchen-TV und Alpha-Kevin-Community und Gronkh, ja, und jetzt siehst du halt auch mal, dass selbst Leute, die eine ähnliche Meinung, dann sage ich das jetzt einfach mal, haben, wie man selber, halt auch negativ dagegen eingestellt sind und da auch keine Lust drauf haben, ne, und das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, wie gesagt, Dave hat sich natürlich darüber beschwert und hat dann irgendwelche alten, jetzt nicht so alte Posts, aber Posts rausgesucht, wo gesagt wurde, ja, hier, guck mal, die ist, also quasi so im Sinne, die ist voll rechts, die ist voll doof, der hat hier das und das gepostet. Ja, so geht man halt inhaltlich dann einfach damit um, ne, und das muss man sich mal überlegen, also die hat ja wirklich komplett normal ihre Kritik gedroppt, man könnte jetzt auf die Punkte eingehen, aber Dave denkt sich so, aber sie hat vor 2 Wochen was gepostet, was mir nicht gefällt und deswegen ist ihre Meinung nichts wert und so gehen die halt um, also das bestätigt ja nochmal das, was auch sie da in diesem Video gesagt hat. Ja, ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass das Thema in nächster Zeit enden wird. Shuyoka hat ja auch gesagt, das wird ihr Jahr. Sie hat noch 3 Monate und dann gucken wir mal. Ne? Ich bin guter Dinge.